Ja, hallo, dann ist der Mike. Noch einmal ein kleines, schönes, kurzes Video. Ich komme jetzt gerade von Oberhausen zurück, von diesem Power of the Force, wo ich jetzt hier da war. Hier ist es, hier ist noch die sogenannte Eintrittskarte. Ich war sehr, 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 sehr beeindruckt von dieses Treffen, also überhaupt was da gewesen ist. Also ich fand wirklich das super geil. Leute sind nett gewesen. Vor allen Dingen die Kostüme, die da waren, das war ja wirklich weltbewegend. Also ich war ja auch eine Kylos da. Jetzt habe ich mein Kylo-Kostüm jetzt noch an. Ich muss es vielleicht dann ausziehen. Aber nee, also ich muss ganz sagen, was da an Kostüme, Lichtschwerter und sonstige Sachen da gewesen ist, wie man sieht, wie Leute sich für Star Wars interessieren und was heißt überhaupt ein Fan zu sein, das hat man an dem Tag wirklich gesehen. Und selber, ich war ja mit zwei anderen unterwegs, in Abuskrieg und sonst was. Der Abuskrieg ist kein grüner Star Wars Fan, nur sein Partner. Von daher war das eine ganz tolle Sache. Und er hat selber gesagt, was es da gibt und sonst was, ist der Wahnsinn. Natürlich auch so ein Schreibfreund aus Facebook, der ja auch mit seinem Stand da war, mit seinem Lichtschwert gezeigt hat und sonst was, war ich sehr begeistert. Ich konnte sogar ein Lichtschwert in der Hand nehmen und hat ein bisschen damit rumgeschwungen und sonst was. Also ich muss sagen, es war wirklich geil. Also es war auf jeden Fall, man merkt mal, was Handwerk ist, was man irgendwo aus irgendeinem Gegenstand hier isst und tut, was zu machen, zu bauen und sonst was und zu nähen und das. Also es war schon eine sehr geile, schöne Atmosphäre. Vor allen Dingen auch, wenn man reinkam, der Darth Vader stand da und die ganzen Sachen. In mir war es eher so ein bisschen gräulich, so sonst was, aber es war hammer, hammer geil. Ich hatte hier mein Lichtschwert dabei gehabt. Es war ja nicht am Leuchten gewesen, aber dort sind einige Leute waren sehr begeistert davon gewesen. Vor allen Dingen, dass es auch ein bisschen mehr, also ein schweres Gewicht hatte. Ja, ich sag, Handarbeit für alle, die da liefen, war wirklich Gammasal. Also Material, Aluminium oder Resin, Kunststoff, egal was es war. Es waren wirklich auch Blastern aus Dingen, aus Spielzeugsachen umgebaut in so einen richtigen Blaster, den man aus dem Film kennt. So eine richtig schöne Requisiten. Das war richtig hammergeil. Also ich bin auf jeden Fall Daumen hoch vom Oberhausen. Ich war richtig, richtig begeistert von der Turbinenhalle allein aus. Die ganze Atmosphäre draußen. Im Abendskleid ein bisschen von mir Fotos gemacht und das gemacht und dies gemacht. Also ich muss sagen, es war hammergeil. Und ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr da wiederkommen. Moment, ich muss was trinken. Musste, ja. Wenn man durchgeht, keine Fans und sonst was, Safety-Foto zu machen und sonst was, das muss man natürlich auch machen als sowas. Und es war geil. Ich war vor allen Dingen, also ich bin überwältigt. Ich kenne keine Worte dazu und ich war so richtig stolz darauf. Wir waren 3 Stunden da gewesen. Ich habe gedacht, komm, hauen wir jetzt ab, weil die noch anderen noch was anderes machen mussten. Wenn ich jetzt allein gewesen wäre, glaube ich, denke ich mal, etwas länger geblieben. Aber für mich hat es gereicht, erstmal am Anfang zu sehen, was heißt Fan, was passiert überhaupt da und wie das ist. Ich finde es nur schade, dass bei uns in Düsseldorf sowas nicht passiert. Ich würde mich gerne freuen, wenn sowas mal passieren würde, so ein Event mal hier mal zu machen, in unserer schönen Landeshauptstadt. Es gibt auf jeden Fall schon richtig schöne Ecken. Aber ja, gut. Mehr will ich noch sagen. Jetzt erstmal, will ich mir erstmal gleich mal Kaffee trinken, mich mal vom Kaido-Kostüm entlösen, weil langsam wird es ein bisschen warm. Aber das Wetter war halt auch hammer mitgespielt. Danke an Petrus, dass da wirklich kein Regen runterkam. Ich hatte schon Angst gehabt mit dem Regen. So, oh, Regen, Regen, Regen. Ist gerade das Schlimme für sowas. Aber ja, nichtsdestotrotz, ich war da. Es war schön, mir hat es gefallen. Auf jeden Fall immer wieder. Ich werde mir überlegen, mal ein anderes Kostüm zu machen, nicht immer den Kylo. Es waren auch sehr viele jemand da gewesen, der auch Eigenentwürfe
kann man nicht, keine Worte zu sagen. Hammergeil ist noch gerade noch. Ich war sprachlos. Ich sag nur Daumen für euch allen, die da alle Kostüme gezeigt haben. Hammergeil. Ich war überwältigt. Was heißt? Gut. Jetzt will ich erstmal Cut machen, erstmal Schluss machen. Ich muss mal jetzt mal hier raus, muss mal frisch machen, sonst was. Mein Fazit für dieses Oberhausen, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, Daumen hoch. Super, der das organisiert hat, der es gemacht hat, Daumen hoch, hab das super gemacht. Tolle Atmosphäre, tolle Leute, tolle nette Leute, tolle Kostüme, sehr viele Ferienartikel, die man kaufen konnte. Draußen viele Sachen, die auf einmal passierten. Junge Leute, ältere Leute, also es war alles da gewesen. Mich hat's gefallen. Mich bekommt ihr von mir ein Daumen-Abo. Habt ihr super gemacht. Auf jeden Fall werde ich diesen Advent nicht, nie vergessen. Auf jeden Fall versuche ich nächstes Jahr wieder dabei zu sein. Oder vielleicht mal andere treffen. Ich gucke mal. Ansonsten sage ich jetzt mal Schluss, wenn euch das Video gefallen hat. Daumen hoch. Ansonsten könnt ihr, ich habe ein paar Leute, die jetzt diese Zettel gegeben haben, mein YouTube-Kanal. Es wird auf jeden Fall, ich habe hier ein paar Ideen und sonst was, aber jetzt erstmal Cut. Ich wünsche euch alle einen schönen Tag und die Leute, die nur da sind, macht weiter so, macht Spaß, super geil, euer Mike und tschüss.